Das Ding hat ein Display. Glaube ich nicht. Das hat ein Display. Es hat keins. Was wetten wir? Weiß nicht. Mit dir wetten ist immer ein bisschen schwierig. Du hast bestimmt schon geguckt, gib's zu. Hab ich nicht. Sonst wäre ja schon eine Batterie drin. Hast du vielleicht schon rausgeholt. Display. Auf Essen. Nein, hat er nicht. Guck mal jetzt. Wie Sie sehen, passiert nichts. Echt nicht? Enttäuscht. Ey! Hey! Ich hätte jetzt gerne was gesagt, aber vor der Kamera sage ich das jetzt nicht. Okay, es hat ein Display. Gib mal her. Geil. Guck mal, das Ding hat wirklich eins. Mann! Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass das Ding ein Display hat. Oh, ich hab so Hunger, ne? Hoschke, das ist bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute bauen wir bei diesem Golf 6 unsere Standheizung ein. Diese ganzen Sachen kriegt man für 290 Euro. Wer das Video nicht gesehen hat davor, einmal mal anschauen. Das erste, was wir machen, wir werden diese Standheizung erstmal richtig positionieren und es wird höchstwahrscheinlich irgendwo unter der Stoßstange sein. Echt jetzt? Ja. Das heißt, die Stoßstange will ich abbauen. Wir haben ja auch so eine Halterung. Das Geile ist echt stabil, ne, die Halterung. Den dürft ihr auch nicht so einfach einbauen, wie ihr wollt. Weil der hat auf jeden Fall eine Position. Ich bin mal gespannt. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich brauche kurz die Stoßstange aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Anzeigebereich. Du hast das bestimmt gesehen. Da bist du immer noch dahin geblieben. Ich habe das Ganze jetzt hier so montiert. Man soll den auch so einbauen. Man hat natürlich mehrere Möglichkeiten, den einzubauen. Englisch. Mein Englisch ist not good. Das hier werde ich ungefähr so verbauen. Unter dem Scheinwerfer. Weil hier haben wir das Gute, wir haben hier Platz. Das reicht auch, wenn man den Scheinwerfer jetzt später einbaut, das stört nicht? Ja. Nee, das stört nicht. Scheinwerfer ist hier, da haben wir noch so eine Platte. Wir müssen nur gucken, dass wir hier auch mit den Leitungen gut weggehen. Es muss auf jeden Fall ein bisschen Platz sein. Und am besten wäre das natürlich, wenn das Ganze hier nicht spielt. Aber ich glaube, Alter, wenn wir das Ding hier ein bisschen einknicken. Ich glaube schon, dass das schön hier fest ist. Wie sieht es denn hier aus? Auch hier ist das Ding drin, das geht ja nicht. Nee, einer, guck mal, ich mache jetzt so, das Ganze hier knicken. Und dann werden wir das nochmal einheften und dann mal schauen, wie das aussieht. Einfach deine kreative Energie freien Lauf lassen. Mhm. Ich bin soweit, ich habe mir so eine Stütze gebaut, Gewinde, habe dann halt 13er drauf geschweißt und jetzt guck mal. Das Gute dran, wir können ihn ja auch ein bisschen verschieben, ne? Muss ja nicht gerade sein. Ja. Nur jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir das Ganze auch einstellen können. Aber meine Frage ist, können wir das Ganze auch später... man kann es auch verstellen. Drehen. Aha. Ja, geil. Aber das ist echt gut geworden. Ne? Der wird dann nicht mehr wackeln. Gar nichts. Und wir haben Platz. Lass uns noch einmal testen. Bevor wir das Ganze... Oh, du hast hier alles schön eingeteilt. Ja. Super, das Ding hält schon so. Du könntest auch so lassen. So, jetzt wollen wir natürlich schauen, ob das Ganze auch schön passt. Passt! Juhu! Aber so viel Platz, du, da können wir noch eine einbauen. Echt jetzt? Bitte einmal drauf geschweißt, wenn da was ist, dass wir den jederzeit so komplett mit der Halterung abbauen können. Ja. Und wenn es nicht mit der Halterung geht, dann wird es hier abgebaut. Das finde ich schön. Mhm. Das ist echt gut geworden. Sauber machen und dann machen wir hier zwei Punkte. Das reicht. Mhm. Also viel wird es nicht sein. Brauchst du Schweißhelm? Standheizung wiegt ja 2-3 Kilo, aber das hier habe ich so stabil gemacht, also ehrlich, ihr könnt hier, ich glaube, ein Auto noch abschleppen. Jetzt und? Thema Wasserschlauch. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir von hier unsere Wasserschläuche schön verlegen. Jetzt hier müssen wir natürlich aufpassen, dass wir ein Vor- und Rückleitung beachten. So wie das aussieht, ist der untere der Vorlauf und der obere der Rücklauf. Das werden wir jetzt auch anschließen so. Den einen nehmen wir von hier und den anderen nehmen wir, ich sag mal, irgendwo hier oder sogar vielleicht sogar hier. Ja, hier würde ich es nehmen, weil hier kommen wir super dran. Und dann müssen wir ja
unsere Wasserpumpe irgendwo anschließen. Das wird interessant. Da müssen wir sehen, wo wir das am besten reinmachen. Weil wir haben genug Platz. Wir können die Wasserpumpe auch irgendwo dorthin machen. Das ist so geil, das Ding. Achtung mal. Hohoho. Boah, scharf. Aber wie? Ich hoffe mal, dass wir es jetzt richtig geschnitten haben. Ja, ansonsten tauschen wir das. So, wir werden den ja ungefähr so verlegen, Alter. Wir haben ihn jetzt nur provisorisch verlegt. Also wir werden da reichlich nochmal abschneiden. So, jetzt machen wir mal sofort die andere Seite. Ja, guck mal, das ist perfekt. Guck mal so. Jetzt brauchst du nochmal so eine Stelle für den anderen. Ja, genau, den anderen schauen wir uns gleich auch an. Hier ein bisschen, also der kommt nirgendwo dran. Es ist auch perfekt. Hier muss ich ein bisschen ändern, weil der hat ja nach oben geguckt. Mhm. Okay, ist doch so, ja, ja, klar, so, dass natürlich hier nirgendwo dran kommt. Der kommt auch nicht dran, das werden wir gleich alles noch fixieren. Mhm. Ich bereite jetzt alles vor für die Benzinleitung. Suchst du jetzt Wege? Ja. Ich glaube, ich habe schon einen passenden Weg gefunden. Hier rüber, über den Auspuff, irgendwie in den Tank rein. Ja, also wir müssen natürlich aufpassen, dass wir da nicht nirgendwo dran kommen. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber das Gute dran, guck mal, wir haben zwei Möglichkeiten. Ja, wir nehmen die Bremsleitung. Dass wir das mitführen. Mitführen, weil das Gute dran, hier ist ja alles zu. Das ist gut. Bremsleitung bewegt sich nicht. Und ab hier müssen wir dann halt gucken, dass wir den da irgendwie hier rausholen oder so, ne? Nee, dann gehen wir ja weiter mit der Bremsleitung. Ja, sobald du befreit hast, sagst du Bescheid. So. Ja, damit ich ungefähr mal weiß, wie viel Weg wir haben, ne? Ja, es wird aber noch ein paar Kurven geben, also das nimmt dann auch Platz weg. Ja, ja, deswegen ja. Geh. Sind das 5 Meter, glaube ich. Das könnte knapp sein. Ach, Quatsch. Also das jetzt ungefähr, ne? So, dann wird es hier reinkommen, in die Standheizung rein. Da kommen so auch überall Schellen dran, oder? Bestimmt? Ja, ja, klar, da müssen auch Schellen rein. So, und jetzt müssen wir mit dieser Leitung, Eidosch, am besten von oben so runter, dass wir da hinkommen. Jetzt machen wir den hier rein. Aha. Und dann ziehen wir den wieder raus. Wie befestigst du das jetzt? Wie befestigst du das jetzt? Klebeband natürlich. Meinst du, das hält? Ja, das wird hält. Mit einem Draht. Darf ich dann hinten ziehen? Du musst jetzt aufpassen, dass da kein Knick reinkommt. Ja. Wir können ja mal gucken, ob das Ganze jetzt klappt. Du machst. Ich mach das jetzt. So, Eidosch, das Ganze hat hier schon mal geklappt. Schon da? Schon da. Nicht jetzt? Ja. Also durch diesen Hohlraum sind wir hier durch. Ganz nach hinten. Jetzt müssen wir über den Auspuff. Den müssen wir irgendwo in den Kraftstofffilter einbauen. Natürlich, perfekt wäre es natürlich. Wir bauen es hier ein. Ne? Das wäre natürlich ein Träumchen. Warum haben die hier keine Blindstopfen so, ne? Machen die es auch leichter für die Diebe und so. Können das dann hier sofort die Wasserhahn aufdrehen. Abzapfen direkt. Ja, so echt, ein bisschen nachdenken, Ingenieure. Ehrlich. Das Ding haben wir ausgebaut. War schön dreckig. Wir haben zwar einen Blindstopfen, aber ich weiß aber nicht, ob wir den Blindstopfen so einfach nehmen können, weil wir haben hier überhaupt keine Leitung, der nach unten geht. Das ist echt für die Rückführung gedacht gewesen. Falls du da eine Rückführung halt hast, dass du den einfach da rein schießen kannst. Und dann ist das egal. Aber für ziehen ist das auf jeden Fall nicht geeignet. So. Was haben wir denn sonst für Möglichkeiten? Wir werden ungefähr daneben ein Loch reinmachen. Lieber ein kleineres Loch als größeres. Ja. Machen wir den mal so und dann siehst du, alles perfekt. Wie weit geht denn der runter? So. So, mehr nicht, ne? Ich würde sagen, wir kappen den direkt von hier ab. Wenn es geht, mit einer Flex machen und nicht mit einem Seitenschneider.
so ein Loch rein, das Ding drauf. Auf jeden Fall die mitgelieferten kleinen Schellen, die könnt ihr hier vergessen. Ja, da habe ich einen O-Ring reingemacht. Und natürlich aufpassen, ist Plastik. So, jetzt natürlich kontrollieren. Ist alles dicht. Warte. Perfekt, Alter. Also wenn es dann später nicht funktionieren sollte, wissen wir Bescheid, dass der auf dem Boden liegt und das Ganze nicht mehr ansaugen kann. Falls, also mein Auto wird hier mehr oder weniger nur Reserve gefahren. Und deswegen möchte ich das hier auch, dass es beim Reserve auch ein bisschen funktioniert. Jetzt müssen wir die Kraftstoffleitung von unten nach oben ziehen. Und da nehmen wir natürlich wieder unseren Draht. Wieder. Machen den da rein. Ja, Alosch ist weg. Deswegen muss ich jetzt alles selber machen hier. Beten, dass wir hier irgendwo rauskommen. So, jetzt haben wir den einfach mal drin. Das ist das andere. Ich dachte schon. Jetzt müssen wir den suchen. Und dann irgendwie hier runter. Am besten wäre natürlich da, wäre natürlich ganz geil. Weil dann könnten wir den von da hier rüber ziehen. Das wäre natürlich Baba. Aber weißt du, wisst. Jo, der ist hier. Ey, Wahnsinn. Kannst du dir doch nicht ausmalen. Wie geil. Wir haben den direkt von hier. Also ziehen wir den von hier direkt nach oben. Über den Hitzeschutz. Wow! Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Nicht, dass wir den jetzt eine halbe Strecke. Ja! So sieht das Ganze aus. Ne? Wir haben sehr viel Platz zum Auspuff. Das sieht richtig gut aus. Hier habe ich das Ganze nochmal verlegt. Auch keine Sorge, hier kommt ja unser Schutz drauf und wir haben da jede Menge Platz, also der wird da nicht rankommen und der ist da noch schön geschützt. Jetzt müssen wir unsere Kraftstoffpumpe einbauen, so dass wir auch Platz haben, dass er nicht zu nah an der Pumpe ist. Aber das wäre die beste Lösung, wenn wir den dort einbauen, weil wenn der mal undicht wird oder nicht funktioniert, dann kann man das ohne Probleme, ohne viel auszubauen, direkt hier kontrollieren. Ich habe mir so eine Halterung gebaut. Und der wird hier durchgehen, dann werden wir das Ganze festmachen da drauf. Ne? Und das Ganze kommt dann genau hier hin. Hier sind die originalen Anschlüsse, also wird das ungefähr so aussehen, wenn er fertig ist. Ne? Dann können wir die Leitung von da rein direkt und von hier da rein. Die Benzinleitung ist fertig. Ja, ich habe das Ganze schön hier raus, kein Knick, ganz wichtig. Hier ist er fest und dann hier auch kein Knick, hier runter, da hoch. Wasserleitung haben wir fertig und die Spritleitung. Jetzt sehen wir unser Kabelbaum und werden jetzt alles einmal anschließen. Einmal mal provisorisch, ob es läuft oder nicht und ob es auch warm macht. So sieht das aus ungefähr. Du musst das natürlich zurechtschneiden. Ich muss nur aufpassen, dass wir nicht hier dran kommen, weil hier echt heiß wird. Das Gute dran, ich habe das echt so eingebaut, wenn du irgendwas kaputt hast, dass du es auch sofort prüfen kannst. Ne? Mhm. Ja, die Pumpe ist innen, kannst du sofort prüfen. Dort die Wasserpumpe, okay, musst du die Batterie abbauen, um zu prüfen. Aber, aber ich meine, das geht. So. Also die Batterie ist auf jeden Fall klein. Ne? So, die innere Lüftung ist jetzt an. Hier, hast du die ganzen Einstellungen, gucken wir uns nochmal an, was haben wir alles eingestellt. Das werden wir noch Innenraum verlegen. So, dann kannst du ja gucken. 40 Minuten läuft der, 80 Grad. Ja, erhitzt das ganze Wasser auf 80 Grad. 80 Grad erhitzt hat, dann geht er aus. Dann wartet er, der geht wieder runter. Dann erhitzt er das wieder bis 90 Grad. Und das macht er 40 Minuten lang. Das kannst du einstellen, ne? Haben wir unsere Fernbedienung, du bist auf der Arbeit. Ja. Und dann weißt du, ich habe in 40 Minuten Feierabend. Du drückst nur einmal dann hier hin. Und? Oh. Wir haben 43 Grad zur Zeit. Jetzt wird der Eimer erhitzt. Was hörst du jetzt? Guck mal, fühl mal hier. War nicht zu nah. Oh ja, es kommt warm. Genau, es kommt warm. Oh,
Und jetzt achtet, wir sind bei 38 Grad. Was macht diesen Krach? Hier, guck mal. Was macht diesen Krach? Das hier. Das hört sich an wie ein Flugzeug, ne? Und die Pumpe selber macht keinen Krach? Doch, die Pumpe ist ja da drin. Ja, aber macht die. Ist das Piepen? Nein. Okay, ne? Dieses Klopfen, was du hörst, das ist, dass er jetzt Sprit holt. Genau, und das macht er ja. Der macht die Spritpumpe an, aus, an, aus, an, aus. Und darum hörst du auch dieses Tackern, weil der verbraucht ehrlich sehr wenig, muss ich sagen. Ne? 38 Grad haben wir. Sind wir mal lauter? Wir starten hier. Flugzeug. Türkisch Airlines. Oh mein Gott. Zum Beispiel hier haben wir jetzt 41 Grad. Du kontrollierst das. Ne? Genau, dass du immer weißt, wie viel Grad der gerade hat. Läuft alles. Weil wenn der ein Systemfehler hat, steht das auch hier drin. Also ich sag mal 10 Minuten und dann setzen wir uns beide ins Auto ein. Okay? Okay? Bis gleich. Ja, langsam. Fängt das an hier, ja, ich seh's. Aber 13 Grad, 12 Grad haben wir. Guck mal, das Ding ist aber bei 63. Innenraum, Gebläse haben wir ja angemacht. Das ist jetzt erstmal schon provisorisch. Ja. Weil später müssen wir uns überlegen, wie wir das machen. Aber das muss ich jetzt auch mal fühlen, leider. Fühl den Motor mal bitte. Oh ja, ist schon warm. Ist warm, ne? Ja. Ist richtig warm. Ja. Ja. Wir müssen mal gucken, was für eine Motortemperatur da hat. Aber ja, wir haben eine Temperaturanzeige. Ey, gucken, ob die auch funktioniert. Komm, 64. Lass mal bitte reingehen. Ja. Ja? Lass reingehen, komm. Ja. Boah, die Hitze kommt mir schon entgegen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey, hier, guck mal. Temperatur, guck mal die Temperaturanzeige an. Die ist auf jeden Fall, guck ey, mal. Ey, die ist sogar genau, ne? Wir haben 64 Grad und der zeigt hier auch fast 64 Warte Grad mal, an. Warte mal, beweg dich mal nicht. Boah, ey, ist das schön heiß hier ey, drin. Das ist ja richtig schön. Ne? Ey, könnte ich direkt jetzt so einschlafen, glaube ich. Boah. Guck mal, stell mal vor, du kommst morgens und dann ist das Auto schon, die hat das schon diese Hitze. Krass. Ja, das ist geil. Richtig schön. Das ist doch schön. Da wäre ich ja gar nicht müde. Merkt man gar nicht. Nein, ich bin müde. Also, ich muss sagen, wie viel Grad haben wir? Ich könnte hier einschlafen. Alter, wir haben 65 Grad, der heizt doch bis 90 hoch. Willst du uns hier braten oder was? Also ich glaube, das reicht dann. Ne? Also 66 Grad, ich mach aus. Oh, mach aus. So, einmal mal hier hindrücken. Wie lange hat das jetzt gedauert? Kann 10 ich Minuten, dir sagen? Ne? Ja, ich scheiße, jetzt habe ich nicht mehr geschaut. Ja gut, aber 10 Minuten ungefähr. 10 Minuten oder so. Sagen wir höchstens 15 Minuten. Guck mal, hörst du das? Ja. Fährt Flugzeugturbine, voll ja. Es ist Wahnsinn. Also drin ist auch richtig warm. Das okay, ich mach dir mal aus hier. Ja. Jetzt hört man. Wie er runterfährt. Ja. Tschüss. Geil. Oh, ist das schön. Ich finde das schön. Also es funktioniert. Es funktioniert. Ne? Also Wasserleitung und so ist richtig top. Motor ist richtig heiß. Achtung, ja. Boah, guck dir die Schläuche mal hier an. Das ist das, was in den Innenraum geht, Aidosch. Guck hier, fühl das mal. Oh ja, oh, ja, natürlich. Ja. Es klappt, das ist das Gute. Ich muss mir jetzt beim nächsten Mal erstmal überlegen, wie ich ein Kabel ins Innenraum mache. Innenraumgebläse mache ich dann fertig. Die ganzen Kabel werde ich verlegen. Unten werden wir da einen Bremsschlauch machen. Und dann bauen wir den wieder komplett vorne zusammen. Und dann ist fertig. Dann ist fertig, okay. Also, Schalldämpfer machst du auch noch dran, ne? Ja, ich brauche da einen Schalldämpfer. Also wenn ja, da einer einen Tipp hat... Was für ein Schalldämpfer? Du hast doch so einen gehabt hier. Ja, aber ich weiß nicht, ob das ist ja Plastik. Ich weiß nicht, ob das dafür ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Ding viel abhält, ehrlich gesagt. Nee, wir müssen einen richtigen Schalldämpfer machen. So ähnlich wie so ein Auspuff. Also, das hat auf jeden Fall geklappt. Und es ist einfach, es ist nicht schwer. Nur mit den Wasserschläuchen muss man echt aufpassen, dass man das vernünftig verlegt. Also ihr müsst, sagen wir mal, ne, ihr nehmt hier eine Leitung weg, wie ich das jetzt hier gemacht habe, Aidosch. Da muss die Wasserpumpe auch in dieser Höhe sein. Also die Wasserpumpe darf nicht oben sein. Wo ihr diesen Wasserschlauch abschneidet, in dieser Höhe muss es sein. Ganz, ganz wichtig. Und dann ist egal, ob ihr einen Bogen habt oder nicht. 290 Euro, okay, man braucht echt ein paar Stunden, ja, muss man sagen. Ja, ich sehe schon, deine Augen klappen gleich zu. Ja, ich bin müde. Ja, merke ich schon.
Hey, Standheizung habt ihr gut getan. Das hat mir so gut getan. Ich will da noch ein bisschen sitzen bleiben. Und ich hoffe mal, dass wir einen so, nur einen kalten Tag haben. Ja, so einen fröstligen Tag. Genau, damit die Scheiben so schön eingefroren sind und ich das mal ausprobiere. Ja, genau. Ich werde jetzt Standheizen, zu viel Eis. Ich schlafe jetzt auch. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kraft, bis dann noch rein. Ciao. Dankeschön, Heidosch. Bitte. Gute Nacht. Gute Nacht.